Heute wird etwas gedruckt, was man mit einer Railgun verwechseln könnte. Nice! Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Aktiviert die Glocke. Es geht mal wieder wie zu Genüge auf diesem Kanal um coole Physikspielzeuge. Und da Tomary vom Kanal Tomary zu mir meinte: Hey, ich mache ein Spielzeug. Ja, mit meinem neuen 3D-Drucker. Machst du mit? Werde ich heute ebenfalls eines drucken. Stark. Und um das nochmal klarzustellen, das hier soll wirklich keine Railgun werden. Das ist einfach nur ein physikalisches Spielzeug, was irgendwie daran erinnert, aber eine echte Railgun würde ganz anders funktionieren. Außerdem bin ich viel zu pazifistisch dafür. Das Prinzip ist einfach. Wird ein ferromagnetischer Stoff an einen Magneten gebracht, wird dieser von ihm angezogen. Und die Kraft wird natürlich auch immer stärker, je näher das Objekt dem Magneten kommt. Damit kann das Objekt zwar nur begrenzt beschleunigt werden, aber es gibt da so ein paar Optionen, um das ein bisschen zu umgehen. Es gibt zum Beispiel der Wissenschaft sei Dank den Impulserhaltungssatz und so ein Newton-Pendel ist ein super Beispiel dafür. Und sowas nutzen wir im Prinzip hier ebenfalls. Mit einer solchen Vorrichtung hier. Nice! Gib einen Daumen nach oben und abonniere Techtastisch, wenn du solche Experimente feierst. Und ja, das erinnert ja auch ein bisschen an ein Newton-Pendel. Wenn jetzt ein Stahlball auf der anderen Seite angezogen wird, crasht er gegen den Magneten und die Kraft überträgt sich dann durch diese auf die andere Seite. Dort wird dann die nächste Kugel mit dieser Energie versorgt und losgelassen. Das Prinzip habt ihr ja jetzt gesehen und demnach habe ich dann etwas designt, welches Platz bietet, um die Neodym-Magneten zu verpressen und danach kommt eine Bahn, auf welcher die Kugel rollen kann. Und natürlich habe ich das natürlich auch so designt, dass man das jetzt beliebig oft hintereinander anstecken kann. Und das hier sind jetzt die Teile, die ich dafür gedruckt habe. Ich habe es leider nicht geschafft, auf Stützen komplett zu verzichten, weil für mich ist es persönlich eine echte Qual. Aber in diesem Fall ging das eigentlich voll klar und sieht auch relativ gut aus, finde ich wiederum sehr gut. Und im Prinzip sind die Endstücke das gleiche Design wie beim großen, nur dass ich hier halt für die erste Kugel nur eine kleine Anlauffläche brauche. Und wenn die Kugel aus dem System befördert wird, brauche ich ja auch nur noch eine kleine Bahn, wo sie drauf liegen kann, wenn überhaupt. Und jetzt könnte man von diesem Teil hier beliebig viele drucken und das Ganze immer wieder aneinander stecken. Und hier habe ich eine kleine Öffnung gelassen, dass die Kugel tatsächlich Kontakt mit den Magneten bekommt, aber der Magnet trotzdem nicht nach vorne geschoben werden könnte, was aber eh nicht passieren sollte, weil die Pressverbindung so gut ist. Alright. Magnete und Schraubstöcke aus Stahl ist zwar so eine interessante Kombi, aber ich glaube in diesem Fall ist das sogar ein Vorteil. Schaut mal, da darf einer die Stützen besser rausmachen. Ja. Juhu, so viel zu, alles funktioniert auf den ersten Versuch. Nee. Ich dachte ja eigentlich, je mehr Magneten, desto besser, aber klar, die Kugel wird ja auch noch vom Magneten angezogen und ich dachte, wenn der jetzt stärker ist, dann kommt mehr Schwung rein, aber da scheint es wirklich so einen Sweet Spot zu geben, denn wenn ich das Ganze jetzt nur mit einem Magneten teste, na dann würde ich mal sagen, drucken wir das Ganze mal neu. Ich wollte eh einen neuen Tisch. Okay, und so sieht dann die dünnere Variante aus. Ich habe die einfach um 10 mm schmaler gemacht, sodass nur noch ein Magnet verpresst werden muss. Jetzt kann ich auch potenziell doppelt so viele aufeinander stacken. Aber schauen wir mal, ob überhaupt eines funktioniert. Ich lasse jetzt die Kugel los. Perfekt. So, und jetzt müssen wir die nur noch zusammenkriegen. Meine Pressung war noch nicht ganz perfekt. Ich hätte da vielleicht doch ein bisschen mehr Luft lassen sollen. Die beiden Teile hier musste ich zum Beispiel auf einem Schraubstock verpressen und sobald das Ganze hier zu lang wird, kann ich das nicht mehr. Deshalb, muss ich mal schauen. Such mal was richtig Doofes, aber hey, das ist ein Experimente-Channel. Ich werde jetzt einfach die Löcher ein bisschen erhitzen und mit ein bisschen meine ich wirklich nur sehr kurz. Vor allem mit dem Feuerzeug, oh je. So, das müsste nämlich schon reichen. Das Filament lässt sich ja viel besser formen, wenn es warm ist.
Ja, das wird schnell warm. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das klappt besser. Ich könnte es auch einfach aufs Druckbett legen. Ich glaube, das ist die bessere Methode. Aber das macht nicht so viel Spaß. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist, die Haare auf seinen Fingern zu verbrennen. Ich habe es jetzt trotzdem mal getan. Naja, für die Wissenschaft. Das Ganze ist, wie jeder Prototyp, natürlich weit davon entfernt, irgendwie perfekt oder auch überhaupt nur gut zu sein. Aber das Ganze dient ja sowieso eher einfach nur als Beweis, dass so etwas funktioniert. Wird Zeit für den Minitest. Super. Aber warum wollen wir das überhaupt stacken? Na, weil die Energie von der vorherigen Kugel dann einfach auf die nächste übertragen wird und diese wird dann beim Ankommen an der nächsten Seite wieder beschleunigt und somit potenziell immer schneller. Super. Okay, dann würde ich mal sagen, finaler Test, let's go. Naja, ich glaube, man hätte den Abstand noch ein bisschen geringer machen können. Aber es geht in eine Richtung. Aber an sich ist es auch gut, dass das Ganze nur so schwach geblieben ist, weil ich will einen gewissen Wert auch nicht überschreiten. Nice! Es ist auf jeden Fall ein interessanter, simpler Antrieb für eine Kugelbahn, die man auch drucken könnte. Oben ist jetzt noch Tomarys Video mit seinen ersten Erfahrungen im 3D-Druck verlinkt und da hat er auch sein Spielzeug designt, also schaut es gerne an, wenn es euch interessiert. Und im unteren Video habe ich einen Gömbek gedruckt. Das ist eine von Mathematikern errechnete Form, die nicht umfallen kann.